ist runter. Ja, nice. Ja. Es ist ein Reciting Rex sogar. Na, fress sie. Fress sie alle, fress sie schnell. Oh nein. Herzlich willkommen zurück zu Ark World. Wir haben in der letzten Folge unsere High-Level-Spinos an Zoss verloren und jetzt müssen wir neue Tiere nachzüchten. Am besten beginnen wir hier mit den beiden Indominus Rex. Wow. Stehen ineinander, fertig zur Verpaarung. Auf die Plätze, fertig. Los. Habt ihr den einen schon mal auf Wandering gemacht? Geh mal eben ganz schnell. Achso, warte, welchen? Das Männchen fehlt noch. Ich mach das. Okay. Schuppi. Wo ist denn das jetzt hier? Wer, wo, was? Ach, da. Warte. Dann ist. Spielbär, erinnerst du dich noch an diesen Pull-Mechanismus? Ja, ach scheiße, ich vergesse das mit dem Pullen immer. Wir müssten hier überall Schilder aufstellen, wo drauf steht Pullen. So. Ich bin deine Aufgabe. Und selbst wenn diese Schilder stehen würden, dann würde ich es immer noch vergessen, weil ich denke, da steht Bullen. Und ich wüsste nicht, was es bedeutet. Bis mir dann einfällt, Moment mal, das war ja der S-Plus-Mechanismus mit Pullen. Und dann vergesse ich es auch wieder. Also, keine Ahnung, ich bin halt zu vergessen. Können wir Wasserflaschen machen? Ich habe Wasserflaschen wir haben gehabt. In den Werken. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben noch welche. Kann jemand weiter pfeifen? Ja, warte. Ist auf U? Ja, U. Einfach die ganze Zeit U spammen. Okay. Ich mach mit. Langsamer. Wasserflasche. Schwatscheschwank. Ups. Es wäre ein Anfang mit den Schildern. Ja, das stimmt natürlich. Bevor ich es immer wieder vergesse und alle anderen auch. Ich meine, ich bin ja nicht der Einzige, der es immer vergisst. Davon mal abgesehen. Aber bei mir sieht man es halt. Und ich müsste es eigentlich wissen. Ich weiß, weil ich ja schon öfters S Plus benutzt habe. Aber das ist halt auch so abstrakt. Wer pfeift hier gerade? Ich pfeife. Dann höre ich jetzt auf. Ja. Aber beeilt euch, ich muss auch mal aufs Klo. Ich bin wieder hier. Ich kann übernehmen. Ihr habt S Plus, warum nehmt ihr nicht den Hitching Post, sondern pfeift? Weil ich den Hitching Post, glaube ich, gar nicht mit drin habe im Projekt. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Das ist so originell, das ist einfach arg. Ja, das ist halt original arg, was wir hier machen. Warte mal, jetzt pfeifst du ja wieder, ne? Dann kann ich ja aufhören. Hab ich doch gesagt. Es wird mir auf den Kopf kacken, wenn ich hier unten bleibe. Wie lange dauert das? Fang das Baby. Fang das Baby. Das Baby kommt direkt raus bei denen. Das sind also Säugetiere, da muss ich die rausnehmen. Es tut mir leid. Da ist das Ei. Gott, wie das aussieht. Ich habe es. Meins. Meins. Ist schon. So, wo packe ich das jetzt rein? Hier in den kühlen Schrank. Dann behalten wir das Weibchen hier, oder? Genau. Sind hier auch noch andere befruchtete Eier? Der Drachenex ist tot. Oh nein, warum? Hier sind die befruchteten Eier drin. Hier in das befruchtete Ei-Ding müsste eigentlich auch noch ein bisschen Sparkpowder rein. Wollten wir nicht auch Elektrokühlschränke mal bauen? Da war drin. Ja. Ich habe gerade was reingemacht. Da aber jetzt gehen wir erstmal. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin an Sparkpowder. Leute, denkt dran, wir müssen zähmen. Ja, wir machen ja, wir machen ich ja. Ich meine, wenn machen, uns ja. jetzt die Spinos fehlen, sind wir nicht mehr ganz so schnell. Ja, auf der ja, Insel. Ja. Ich muss sowieso mich aufs Floß stellen, ich muss dringend mal auf Toilette. Auf dem Floß? Ja. Yeah. Naja, da kann man einfach ins Meer pinkeln. Habe ich's doch gerade gemacht, weil da nichts drin war. Da war nichts drin rechts. Auch nicht tun, ne? Rechts war nichts drin in den Schrank, wo die befruchteten Eier drin waren. Da habe ich gerade was reingepackt. Ich habe aus dem anderen was rausgenommen, habe das da reingepackt. Okay. Damit die Dinger nicht vergammeln. Das Problem ist, wir brauchen einen elektrischen Kühlschrank, damit wir die nicht mehr brauchen, diese komischen Sparkpowder-Schränke. Ja, dafür brauche ich das Weibchen hier. Polymer und so. Ja. Für Polymer brauche ich Zement. Das ist korrekt. Wie gesagt, Farmen nicht stoppen. Wir brauchen das immer, permanent, das ganze Zeug. So. Schock, ich wollte gerade sagen, warum bewegt sich der Rex? Ich dachte, ihr seid schon unterwegs und ich habe hier sturmfreie Bude. Nee. Vorsicht, nee. Da hinten beim Indominus, da war der Babyzeller übrigens. Ja, genau, da wo Lea gerade steht. Ja, ich kann das mit dem Raptor definitiv nicht den Babyzeller töten. Das werde ich auch nicht versuchen. Das wäre nämlich Selbstmord.
So, und jetzt erklärt mir mal, wie ich farmen soll, wenn ich die ganze Zeit sterben werde. Naja, indem du nicht stirbst. Nimm dir ein Tier mit, genau. Ein Giga zum dann Beispiel. Dann stirbt das Tier und dann werde ich weinen. Dann weinen wir alle, glaube ich. Ja, so wie bei dem Spiel aus gerade. Ich mache mir mal schnell noch ein paar Schlafsäcke. Schlafsäcke sind im Schrank. Ja, die kann ich ja unterwegs trotzdem schnell machen. Ist ja kein Problem. Schlafsäge. Haben wir drüben keine mit drin? Weiß nicht, keine Ahnung. Ich mache mir jetzt einfach schnell welche. Es geht ja fix. Man muss es auch mal selber machen, damit man das auch alles noch im Gehirn hat, wie das funktioniert mit den Säcken. So. Mit den Säcken. Denn Domino mit den ist zu groß für so einen. Nee, eigentlich nicht. Aber ich muss letzte trinken. Mal hatten wir auch schon so Probleme, ne? Ich back da so komisch drunter, aber ja, aber wir können doch. Aber wir können doch Foundations draufsetzen. Das war doch das Ding. Das haben wir doch ausgemacht in der Dings. Wir können Foundations draufsetzen, damit die Tiere besser da drauf kommen. Ich will jetzt keine Foundations craften. Ich will los. Ah, okay. Ich komm da nicht drauf. Nee, übrigens nix. Weißt du was? Ich hol mir jetzt schnell mal Holz und mach das schnell mal. Ich schwimme einfach hinterher. Ich mach schon mal auf jeden Fall Foundations. Ist ein bisschen langsamer, ne? Ich hab jetzt das hier mal näher geholt. Ja, hier auf das andere komme ich auch nicht drauf. Der glitscht da so an der Seite weg. Ich mach Platz. So. Der darf echt nicht da drauf. Nee, geht nicht. Warum geht das jetzt nicht? Warum kann ich das nicht craften? Warum kann ich denn keine S-Plus-Strukturen, Holzstrukturen machen hier, Foundations? Okay. Ich kann die nicht craften, die sind ausgegraut, obwohl ich alle Ressourcen habe. Ach so, weil ich, ja, ich verstehe warum. Moment, so. Alles gut. Was hast du getan? Nee, ich hab wieder mal Scheiße, gemacht. Moment. Herzlichen Glückwunsch. Ist ja, nichts Neues. Nee, ich hatte ja alle Ressourcen, die ich dazu brauche, schon in die Schlafsäcke gestopft. Und die crafteten durch, deswegen. War natürlich nicht genug übrig für Foundations. Ich komme. Stellt euch schon mal alle drauf. Nee, da. Das machen wir dann, wenn wir angekommen sind, setze ich dann schnell die Foundations drauf. Oder kommt ihr jetzt nicht rauf auf die Flöße? Der Dominus kommt nicht drauf. Ich kann nicht, ich schwimme daher. Ach, jetzt fehlt wieder Holz. Hat er denn genug Ausdauer zum Schwimmen? Da muss ich halt zwischendurch ein bisschen an Land gehen. Das wird schon. Der Rex passt aber drauf, oder? Ja, ja. Dann lesen wir. Gott, bitte, bitte schrei nie wieder hinter mir, wenn ich dir gerade den Rücken zudrehe. Ich dachte, jetzt kommt der Babyzilla an und tötet mich hier. Ohne Scheiß. Dachte gerade schon Panik, Hektik und Verderben und Tod. Es sah super aus. Ich hab's bis hierher gehört. Ich glaube, das haben sie bis China gehört, ey. Komme. Ist eh gerade dunkel, wir sehen eh gerade nichts. Okay, das passt. Bin drauf. Also, so. Wo fahren wir überhaupt hin? Da, wo der, was auch immer wir sehen wollen. Da, wo der Dracorex nicht mehr ist. War da nicht noch ein Pachy? Irgendwo. Der Pachy ist doch schon gezähmt worden, oder nicht? Ist der schon gezähmt worden? War der da nicht eben noch? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo was ist. Dann müssen wir noch kurz warten, bis das nochmal angezeigt wird. Was habe ich denn jetzt? Warum kann ich den jetzt hier nicht? Was ist denn hier jetzt los? Weil dann, warte mal, solange wir jetzt nicht wissen, wo wir... Ah, doch, Dracorex. Bei mir wird ein Dracorex angezeigt. 45. Der ist doch vorhin gestorben. Dann ist es vielleicht ein anderer gewesen. Es ist ein anderer, vielleicht waren es zwei. 45 ist außerdem auch in der Nähe, ne? Dann fahren wir da jetzt hin. Okay. Chaos! Willst du jetzt aufs Floß pinkeln? Ja, ich gehe mal schnell aufs Floß pinkeln und dann bin ich gleich wieder da. Wir fahren ja noch hin. Mhm. Ich bin wieder da. Wenn du absteigst, Willi. Der Dominus ist kacke, der kann nicht schwimmen, der kann nicht schnell rennen. Ich mag ihn nicht. Echt? Okay, das ist schlecht. Der kann niemanden stunnen. Na gut, das wissen wir noch nicht. Ich wäre lieber wieder für Spinos. Na gut, ja, der Indominus macht halt viel Damage, ne? Ja, das stimmt schon. Der hat viel Leben, aber... Er hat viel Leben. Aua, was war denn das? Hier ist irgendwas. Ach, das ist ein Petri. Ja, ich weiß. Ich hab ihn kurz gefressen. So. Wo müssen wir hin? Darüber? Ich glaube darüber, Fritzi, hast du eine Fackel? Vielleicht schaffe ich das an der schwarzen Stelle. Ja, warte, ich muss gucken. Oh, Jurassic Park tritt sie. Jetzt legen sie hier wieder vor, ne? Ja, jetzt aber, hallo, wir müssen... Ja, wir können nur auch nicht mit dem Finger schnippen und dann sind sie gezähmt, ne? Wir müssen erstmal hinkommen. Wie gesagt, wir sind jetzt langsamer ohne Spino. Was ist denn da drüben alles los? Ja, da sollten wir vielleicht nicht so nah ranfahren, wenn das Rexe sind.
Jetzt haben wir gleich wieder das gleiche Problem mit und alle sind plötzlich nicht mehr auf dem Tier. Oder ist das noch auf unserer Insel? Das muss eigentlich hier irgendwo sein. Ich kann leider nicht auf die Map gucken, wenn ich auf dem Raptor sitze. Wie das hier plötzlich viel dunkler geworden ist an der Stelle. Bei mir ist jetzt alles lila. Bei mir ist auch alles so ein bisschen lila. Lila! Oh, ich bin nicht dabei. Raptor! Oh. Unterm Floß ist er. Oh. Ich muss meine Schlafsäcke auch mal setzen. Nein, da sind die Rexe. Oh shit. Oh kacke, hier, ich hab Knochenbruch. Nein, ich wollte ihn beißen, aber du bist genau in so einem Umkreis vorbeigelaufen. Okay, der Indominus hat's geklärt. Ich sehe halt auch nicht so viel hier gerade. So, ich baue mal schnell meine Schlafsäcke auf, ne? Ihr solltet das gleiche tun. Ja, ich hab da einen auf dem Floß. Vorsicht, Rex. Ach ja, genau. Und ich wollte ja auch auf irgendeinen Floß hier mal die Foundations draufsetzen. 45, 55. Nein, ich jetzt. Das mache ich jetzt nicht. Obwohl, nee, das muss ich machen. Ich bin sonst zu schwer. Ich muss mal hier die Schlafsäcke. Hier ist noch ein Schlafsack von Ari drauf. Kann ich nicht reparieren, kann ich nichts machen. Blockiert er mir jetzt hier mit den Foundations? Blockiert er mir das jetzt? Ich sehe auch nichts. Ihr müsstet mal vielleicht irgendwie, wenn ihr könnt, Fackeln machen. Ich habe Fackeln, aber das blendet mich gerade mehr. Zurück. Aber ich sehe sonst halt nichts, ne? Ja, ich komm. Ich schaue schon mal, ob ich das kurz sehen kann. Okay. Ja, das geht so. Perfekt. Ah, ich kann die Dinger über... Das ist doch da unten drüber sein, bauen. Das macht okay. Keinen Sinn. Nein, nicht doch beißen. Warum beißt denn du jetzt? Da ist ein Piranha gewesen. Achso, weil das hat irgendwie Schaden gemacht. Gut, das hat gerade irgendwie... Oder es sah nur so aus, keine Ahnung. Ich glaube, das waren hier die Piranhas, die mich hier angegriffen haben. Ich muss das Floß noch ein Stückchen zur Seite fahren. Was ist denn das gewesen gerade? Warst du da das? Da hinten ist der Dracorex, der kämpft mit einem Tyrannotitan. Kannst du den töten, den Tyrannotitan? Warum snappt denn das jetzt nicht jetzt? Ich weiß es nicht, ich kann es probieren. Moment. Er hängt halt vielleicht direkt an den Dracorex dran. Mit nein, dem Floß ein Stückchen weiter vorfahren. Das ist zu nah am Boden wahrscheinlich. Das kann den sein. Hab ich, den Raptor. Ich glaube, der Dracorex überlebt das nicht. Oh, scheiße. Jetzt stehe ich zwischen den beiden, aber irgendwie kann ich. Ist er tot? Nein, aber. Dracorex geht doch woanders hin. Okay, ich kann das irgendwie nein. So frei platzieren. Lass ihn. Muss halt so machen. Ich guck mal, ob ich da so rauskomme. Ja, wahrscheinlich okay, so nicht, oder? Ja, ich hab ja keinen. Warte mal, ich probiere mal den. Das Blöde ist halt, wenn wir jetzt da respawnen, dann stehen wir in den Foundations drinnen, ne? Also zumindest Ari. Wenn Ari da respawnt, dann steht sie in den Foundations. Okay, versuch's jetzt mal von hier. Geht nicht, oder? Nee, ich darf immer noch nicht. So, können wir jetzt zu Ritzi? Ja, wir müssen jetzt zu Ritzi. Ist jetzt erstmal egal. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber ich glaube... Ich glaube, ich muss die Foundation... Irgendwie muss man die doch noch... Man konnte die doch irgendwie absenken. Nein. Wo ist denn Ritzi jetzt nochmal? Du hast es gesehen, oder? Wo sie hin ist? Ja, ich habe nur die grobe Richtung gesehen. Gegenseitig angucken. Bist du oben oder unten? Unten am Strand ist das. In welcher Richtung? Vom Floß aus? Rechts oder links? Links. Links, okay. Ach, da unten. Da unten. Wie der Rex den Dracorex beobachtet. Du bist schon auf dem Rex, ne? Ah, genau, stimmt. Du bist der Rex. Ja, ich versuche gerade den Rex zu töten, ohne den Dracorex zu erwischen. Warte, vielleicht kann ich das machen mit dem Raptor. Vorsicht. Oh, nein, Scheiße. Das hat ihn gebissen. Du hast noch einen Raptor im Arsch. Hab ich das? Hilf mir, töte ihn. Okay, alles gut. Jetzt noch den Raptor da töten. Passt auf die Ankylos auf, die machen übelst viel Damage, wenn die euch schlagen. Ich verlangsame euch. So. Der Raptor kommt. Ah, da ist der Raptor! Warum ist denn der immer noch hier? Warum lebt denn der noch? Na komm, der tötet den jetzt! Beißen. Ich komm da nicht ran! Oh er beißt ihn nicht. Vorsicht! Jetzt. Ja, ich hab jetzt Akku vom Dracorex, ich geh jetzt einfach irgendwie weg. Ja. Kannst du rennen? Jetzt ja. Wenn man da zu nah rangeht an den Dracorex, dann wird er nämlich auch aggro.
Ich weiß, aber ich wollte lieber, dass der Raptor auf mich einbeißt. Das stimmt, das stimmt. Aber ich wollte es nur nochmal erwähnen, dass alle das auch wissen. So, er hat keine Akku mehr. Ich habe ihn jetzt schon so viel Zeug dahin geworfen, ne? Mich wahnsinnig. Was hast du ihn jetzt für Köder hingeworfen? Berrybags. Berries? Oder? Okay. Ja, das müsste eigentlich, müsste es gehen. Veggies habe ich ja nicht mehr. Die hat ja Zoss jetzt wieder. Na, wir müssen nochmal Lone Star fragen, ob er jetzt nochmal die Köder überprüft hat, dass die Köder auch stimmen. Weil, das ist wie gesagt. Wahrscheinlich ein Fleischfresser. Nee, das ist kein Fleischfresser, der Dracorex. Das ist ein Pflanzenfresser. Ich weiß. Aber wahrscheinlich ist es von den Einstellungen her einer am Ende. Das kann gut sein. Warte mal. Soll ich mal ausprobieren? Ich weiß nicht, probier's, ja. Von mir aus. Wenn du hast und kannst. Okay, nee, offensichtlich nicht. Ich hab noch Trophies, aber ich will das jetzt nicht für ihn benutzen. Das kann auch nicht sein, dass der Trophies braucht. Nee. Monster. Also, ja, wenn das jetzt nicht was geht. Kommt denn da hinten? Da hinten kommt eine Karawane angelaufen. Wo ist das da hinten? Der Reciting Trike da hinten? Ja, Leute, wir müssen den Trike töten. Schnell. Ah, stimmt, ja. Aber das ist guckt hier von wegen, dass die nicht... Ritzi muss vor. Ja, ich werde wahrscheinlich vorher runtergebrüllt, bevor die irgendwas machen können. Aber mich sehen sie nicht. Ich versuche mich mal ranzupirschen mit dem Raptor. Sehen sie mich. Ich würde gerne auf was schießen und gucken, ob der Dings Akku wird darauf, aber ich glaube nicht. Er ist runter. Ja, nice. Ja, ja. Es ist ein Reciting Rex sogar. Nach fresst sie. Fresst sie alle, fresst sie schnell. Oh nein. Welcher Trike ist jetzt die Reciting? Ich kann es nicht erkennen. Ich weiß nicht, ich glaube, es war eher der Rex, der die Reciting war, weil echt? Der hat okay, geleuchtet. Wir töten sie jetzt einfach aber alle. Aber wir sind hier nicht in Sichtweite von irgendwelchen Parkmauern, oder? Das ist irgendwo jetzt. Ich sehe gar nichts gerade. Okay, ich habe hier irgendwen getötet. Ja, wir haben den Aska Community Tribe getötet. Ja, der Community Tribe war das. Ah, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Das tut mir schon irgendwie leid. Das tut mir schon irgendwie ein bisschen leid, weil die hatten eigentlich kaum Punkte. Oh Mann. Ihr dachten, es wäre Zoss. Es tut uns leid. Ja, wenn wir gewusst hätten, dass ihr das seid. So eine weiße Fahne mitnehmen ist mal. Warum mal? Scheiße. Ja gut, RIP. Kann ich an der Stelle nur sagen. Was ist mit dem Dracorex hier jetzt? Der hat keinen Bock. Na, der will halt nicht. Wie gesagt, wir müssen mal Lone Star anhauen wegen den Baits. Ob das noch richtig eingestellt ist für den Dracorex. Was? Ich hab was Schönes gefunden. Haben die was Schönes dabei gehabt? Ja. Was sehr Schönes. Farbe? Nee. So, warte mal. Ich guck jetzt auch mal, ob ich hier noch irgendwas Sinnvolles finde. Ich hab das gerade alles rausgenommen, was sinnvoll ist. Okay, ja weiß gut. Nicht, hier ist noch ein Nachtsichtgerät drin und Munition. Ja, guck mal. Der Zoss Tribe ist auf jeden Fall sehr beschäftigt. Ich glaube, jetzt nimmt er was an, oder? Nee, er hat nur geknurrt. Oh Mann. Warum müssen wir immer so ein Pech haben? Also, ja, ich habe jetzt... Ohne Witz, warum kriegen wir immer die verbuggten Rare Sightings jedes Mal? Das ist so unfair. Ja, das ist scheiße. Oh, hier ist ein Giga bei mir. Also, ich habe jetzt noch mal hier ein paar Sachen rausgenommen, die doch noch ein bisschen interessant waren, ne, in den Kisten hier. So, Baits und Munition zum Beispiel. Ja. Nachtsichtgeräte. Und die haben auch welche. Oh. Ich bin wieder da. So, Ritzi, wo bist du jetzt? Beim Dracorex, der nicht gezähmt werden will. Ich glaube, wir müssen ihn fressen. Ja, ja, dann mach das mal. Nochmal neu versuchen, woanders. Ihn, ja. Definitiv ich fressen. Ich glaube, Lunze hat schon nachgesehen, sonst hätte er keinen Disable Spectator gemacht. Hm. Dann ist das vielleicht wieder die Rare Sighting, die verbuggt ist, einfach. Braucht der Rex hier eigentlich noch? Ham? Ich glaube, ja. Ja, komm. Ham. Ja, das ist natürlich schade. Wir müssen anderweitig was suchen. Mhm. Hat sich jemand gemerkt, wo die anderen sind? Also bisher habe ich nur Gallimimus was gestorben oder 50-65. Bei 50-65. Ja, ich habe bei Brian Bontorn ist auf 50-60 nur so nebenbei. Ja, dann sind ne? da zwei nebeneinander, ne? Ja, zur Not nehmen wir den halt noch mit, wenn er nicht ausrastet. Genau, dann gehen wir da jetzt hin. 50-65. Ritzi weiß, wo es lang geht? Ja. Geh perfekt, sehr dann gut. Folge ich dir einfach. Brauche ich ein neues Dimorpho dann demnächst auch. Das eine wird jetzt auch gefressen.
Im PvP einen Trike mitnehmen ist so, wie wenn man zu einer Schießerei ein Messer mitnimmt, schreibt hier gerade jemand. Ja, gut. Wo er recht hat. Aber ja, ich wollte es gerade sagen, das war ja auch die Rare Sighting, die sie da dabei hatten. Die wollten sie ja in die Base zurückbringen, damit sie ihre Punkte kriegen, ne? Also den Trike haben sie jetzt nicht notwendigerweise zum PvP dabei gehabt. Den zweiten hatten sie vielleicht aus Versehen mitgezählt oder so. Das kann sein, ich glaub, ja. Ich glaube nicht, dass die damit losgegangen sind. Wenn du die Berries hinwirfst, dann wird ja alles im Umkreis auf die Berries, also auf die Baits halt, ne, gehen. Und dann kann es sein, dass sie dann so einen Trike einfach noch mitnehmen, wenn sie da noch einen haben. Wir unterstellen jetzt einfach mal, dass das mehr ein Versehen war. Der Diplo sieht hier aber auch cool aus. Aber kein Sightseeing jetzt. Kann es sein, dass es auf der anderen Insel ist? Weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Velociraptor hat einen Löffel ab. Solange er seinen Löffel nicht abgibt, ist alles gut. Wenn ihr mal auf die Map guckt. Ich glaube eigentlich fast eher, dass es hier ist. Vielleicht ist es weiter oben. Also ich kann nicht auf die Map gucken gerade. Nach 50, 60 oder 50, 65, da sind wir eigentlich schon fast. Da müssten wir noch zu... Ich glaube, das ist der Brontorn, ist da hinten sogar. Wo? Wo ist da hinten? Wobei... Der ist nur Level 140, aber... Geht's mal gucken. Das nicht. Weil da hinten ist eher so die Koordinate. Da hinten? Okay, also da hinten, da wo aber du gerade hinläufst. Aber auch da oben, weil es ist doch... Relativ großen Halb, wenn es um Mund. Da hinten, da oben. Ich gehe mal nach der anderen Seite. Ist das da der. Meinst du den Brontorn ist da? Der ist es aber nicht. Der glitzert nicht. Da ist aber noch einer im Busch. Da ist noch ein zweiter. Hier ist, glaube ich.